Leute, here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich. Wir machen heute weiter mit Folge 5 vom Sommerhaus der Stars. Ich habe Bock drauf, ich hoffe ihr auch. Und ich kann euch jetzt schon verraten, der Kopfschüttelmodus, der wird wieder aktiviert. Denn was wir heute alles bekommen, das glaubt am Ende einfach keiner. Wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, checkt mal den Link in der Videobeschreibung. Da kommt ihr direkt zu RTL Plus. Wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, macht das auch sehr gerne. Und Leute, verzeiht mir, wenn ich heute ein paar Aussätze habe, wie das gerade, dann liegt es daran, dass ich gestern auf der Wiesn war. Aber wir starten jetzt direkt mal rein. Und zwar geht es um Kaderlot und Steffen, denn Steffen, Team Dürr, hat ja Kaderlot für die Exit-Challenge gewählt. Mehr oder weniger. Man wusste es natürlich nicht, aber man ging irgendwie davon aus. Und Kader versteht's nicht. Steffen? Ja? Warum hast du gestern nicht Mario genommen zum Beispiel? Das war doch deine... Weil wir dachten bis gestern Abend, bis der Umschlag aufgemacht wird, dass wir gehen. Mach's doch nicht so kompliziert. Mario hat erwähnt, dass er schon früher mit dir Probleme hatte. Ja, aber warum hast du nicht Sascha genommen zum Beispiel? Er ist auch ein starker Gegner. Mit denen hat Katharina, haben wir viel mehr Kontakt? Da habe ich echt meinen Zweifel dran. Ich liebe Kaderlot, aber es macht einfach keinen Sinn. Sie könnte auch direkt fragen, warum habt ihr uns genommen? Denn mit den anderen habt ihr eigentlich auch nichts zu tun. Aber sie sagt, ey, warum habt ihr Sascha nicht genommen? Warum habt ihr Mario nicht genommen? Warum uns? Schau uns an. Wir wollen doch einfach bleiben. Wir werden nie eine Challenge gewinnen. Das ist einfach Taktik. Ich glaube, wir sind eine leichte Beute. Die sehen uns, in uns sehen die nur noch Schachfiguren. Und die Dürrs, die spielen halt auch gerne Schach, wie Maria. Naja, wie auch immer, man darf hier nicht vergessen, die sind nicht auf den Kopf gefallen und die haben ja auch schon gesagt, ja, Exit Challenge könnte sein. Und natürlich wählen die sich einen leichten Gegner. Ich meine, worüber reden wir hier? Natürlich. Aber Leute, eine Sache, die uns jetzt wahrscheinlich brennend interessiert. Was geht bei Katha und Erik? Mal wieder heile Welt oder mal wieder ein bisschen Trouble in Paradise? Komm, wir machen das jetzt auf der Liga hier. Komm, also, wir schreiben jetzt TV-Geschichte. Ja, das war mir jetzt schon zu viel Stress am Anfang. Man muss immer mal anecken und sowas, weißt du? Das ist normal. Man muss ja, aber du bist hier schon genug mit mir angeeckt. Ja, von Anfang an bis Ende und ich glaube, das geht auch noch viel, viel weiter. Aber egal, jetzt sagt Erik, naja, das mit diesem Pärchenstress, das haben wir jetzt schon abgehakt. Wir müssen jetzt anders auffallen. Der Zuschauer, der braucht eine Show und ich, Erik, ich bin so cool, ich mach denen eine Show für Sendezeit. Wen würdest du zum Beispiel nominieren? Du musst um deinen Arsch kämpfen, ja. Du bist der Nächste. Ich würde Mario und Doris wählen. Ich habe keinen Bock, dass die Leute draußen denken, dass wir irgendwelche, weiß ich nicht, ängstlichen Loser sind. Und darauf können wir uns schon freuen, auf den Kampf der Giganten Erik versus Mario. Das Ding ist, sie hat recht. Es gibt hier Leute, die haben mir noch das Sagen, obwohl die eigentlich gar nichts das Sagen haben dürfen. Und alle, wenn einer sich dagegen stellt jetzt. Also hört, hört, unser Sendezeitprofi sagt sich jetzt so, warum hat Mario eigentlich so viel zu sagen? Die gleiche Frage stelle ich mir auch. Auf jeden Fall sagt er, das geht so nicht. Und deswegen, was muss der Junge jetzt machen, was ich immer wieder sage, Stress ohne Grund. Er setzt sich jetzt tatsächlich zu Mario. Wir erinnern uns an die letzte Folge. Ich meine, da hat der Erik noch schön gelutscht, um irgendwie gut dazustehen. Und jetzt sagt er, Mario, hast du ganz kurz mal Zeit zu quatschen? Klar. Guck mal, Mario, du bist für mich wirklich einer der größten Idole. Was du bei Bayern auch hattest, diese Siegermentalität. Ich finde so, du brichst die Spiele ab. Welches du hast Spiel, das Spiel welches? Abgebrochen, wo du was übergezogen genau hast. Genau das einzige Spiel war das. Naja, aber ich vermisse... Moment, pass auf. Es war das einzige Spiel, wo ich abgebrochen habe. Und natürlich hat er recht. Ja, Mario ist jetzt nicht der Beste in den Spielen, aber dass der Erik sich jetzt da hinsetzt, was für ein... Da könnte ich schon wieder ausrasten. Und dann sagt er, einem erfolgreichen Fußballer, der seine Karriere schon hinter sich hat, sagt er, da fehlt mir die Siegermentalität. Wer bist du überhaupt? Aber ich habe bei dir das Gefühl, dir ist wichtiger, irgendwie hier die Zigaretten zu rauchen, als mal wirklich ein bisschen durchzuziehen. Und ich finde, und man merkt hier halt einfach, wie bewusst der hier versucht, irgendwas zu inszenieren. Und da muss man jetzt auch kein Brain sein, denn er sagt es ja zu Katha. Okay, ich mache jetzt Stress. Und jetzt, Leute, wird es dramatischer. Erik ist aufgestanden. Erik hebt seine Stimme. Warum hebt er seine Stimme? Damit alle Leute mitbekommen, was er so erzählt, dass er der Rebell ist, der sich jetzt mit Mario anlegt. Übrigens, ich mag Mario auch nicht, das soll hier gar nicht so rüberkommen. Aber er macht das jetzt alles extra, um zu zeigen, dass er jetzt hier King Kong ist. Er klopft sich so ein bisschen auf die Brust und will so zeigen, ich bin jetzt der neue König. Aber wo ist deine Krone, Bro? Jetzt geht's los. Warum, du lügst, warum manipulierst du die Leute und bringst sie auf eine Seite? Du brauchst nicht laut werden. Nee, absolut. Quatsch mit anderen, du kriegst von deiner Sendezeit. Ja, dann quatsch, wir müssen ja auch nicht mal miteinander sprechen. Machen wir auch. Ja, genau. Dann kriegst du keine Sendezeit, Arschloch.
Ganz einfach. Könnt ihr nicht normal miteinander reden, ohne ausfallen zu... Nein, Kader, können sie nicht. Hast du Godzilla vs. King Kong gesehen? Das passiert dir gerade. Live. Trash-TV. Und das Beste ist, und ich finde die ja eh süß, Mario Baslers Frau steht in der Küche, bricht gerade ein Ei auf, hört so dieses Gebrüll, kennt sie wahrscheinlich schon von ihrem Mann, wenn es mal wieder einen kleinen Nachbarschaftsstreit gegeben hat. Auf jeden Fall bricht sie das Ei auf, macht gerade einen Kuchen und sagt, es gibt's nicht. Das ist so süß. Hab doch Eier. Das geht gar nicht. Ich will auch, dass die Zuschauer mal sehen, dass jemand wie du nichts leistet. Ich möchte den Zuschauern zeigen, dass du nichts bist. Ganz einfach. Punkt. Kamera ist drauf, hast deine Sendezeit. Ja, deswegen meine ich ja. Danke dir. Hast deine Sendezeit. Du wirst extra nochmal exposed. Ja, super gemacht. Kameras, habt ihr das alle? Guckt, ja, jetzt hast du deinen Stress, jetzt hast du deinen Beef. Ist das jetzt geil? Fühlst du dich geil? Und wie Erik dann zu Mario Basler sagt, wie gesagt, ich mag den nicht, aber dann sagt, hey, was, du hast einfach gar nichts geleistet. Dicker, der war Fußballer für 400 gefühlte Jahre, hat in der Nationalmannschaft gespielt und was hat Erik geleistet? Aber das Gute ist, dass Mario, wie gesagt, auch nicht auf den Mund gefallen ist. Kopf, maybe, Mund nicht, deswegen gibt er auch Kontra. Love it. Mario, du bist für mich ein armer Fußballer, ein gescheiterter Existenz, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Und du warst noch nirgendwo. Ja, ich weiß, ich kämpfe mich auch weiter nach oben. Du kommst nicht weit. Es mag sein, dass das jetzt hart klingt, aber Real Talk, Freunde, ja, genau so ist es. Erik wird nirgendwo hingehen, außer vielleicht zu Burger King, wenn er eine neue Krone braucht. Ja, wenn du sagst, dass ich nicht weit komme, du kommst nicht weit. Ja, ist auch okay. Wir müssen miteinander klarkommen. Aber Leute, das Geile ist, Erik weiß ja, der hat gerade seinen Lebenslauf vor Augen und sieht, was er schon alles geschafft hat in seinem Leben, was er schon erreicht hat, warum er einfach jetzt in dieser Position ist, so mit Mario zu reden und das rattert er jetzt runter. Ich habe eine Karriere. Ja, Mensch. Ich habe mein Modelabel in den letzten 5 Jahren aufgebaut. Oh, wie viel hast du verkauft? 2 Jacken? Und wie viel hast du verkauft? 2 Jacken. Aber dazu muss man wissen, dass in diesem Modesortiment, oder falls man das so bezeichnen kann, Sortiment schon, Mode weiß ich nicht, auf jeden Fall, dass es dann nochmal 50% Rabatt drauf gab. Und wie viel hat er jetzt wirklich verkauft? Jetzt wird's dreckig. 1 Jacke. Gott sei Dank. Dann geht's auch schon los mit der Exit-Challenge. Also, in der einen Seite haben wir Team Dürr, Steffen und Katharina und auf der anderen Seite Easy und Kader. Und ja, es ist ein Sportspiel und ja, jetzt mal ganz ehrlich, eigentlich ist es schon relativ klar, wer hier gewinnen wird, oder? Im direkten Duell spielt ihr Fangen. Spät. Man ist ja Jäger und Gejagter zugleich. Und RTL probiert hier gerade alles, um das spannend zu machen. Catch me if you can, Neuauflage, aber geht so. Easy, lauf! Also, 1-0 für die Dürs und als nächstes sind natürlich logischerweise Katharina und Kader dran und ich will nicht sagen, dass es anders ist, ist es nämlich auch nicht. Mach Schluss auf! Weiter, weiter! Weiter, Bibi, weiter! Die Fuß. Ja! Ja! 2-0, fertig! Und das bedeutet, Kaderlot und Easy sind draußen, was natürlich sehr, sehr schade ist. Ich mag Kaderlot. Ich finde, die ist eine Bereicherung für die Sendung, die ist einfach funny. Ich gucke die gerne an, aber nee, ciao. Kommen wir zu unserem Bauer Patrick und seiner Antonia und beim letzten Mal, dieser VW-Golf-Vergleich, OMG, geht gar nicht. Und ich sag mal so, es wird diesmal noch schlimmer. Also wenn wir uns sehen, dann schon längere Zeit. Und deswegen. Aber meistens kommt sie dann. Das stimmt eben nicht. Ich frage nur. Nee, nee, aber das behauptet immer Antonia. Oh, ich muss immer kommen, sowas. Antonia ist wirklich seltenst bei mir. Wirklich. Weil ich brauche es halt nicht so unbedingt. Ja. Weißt, für mich ist das immer Stress und oh, jetzt kriege ich schon böse Blicke. Wenn Antonia halt zu mir zieht, dass der zum Beispiel jetzt da unten, wo ich wohne, dass der da nicht so richtig Anschluss findet. Wo ich mir einfach noch ein bisschen so Gedanken mache. Antonia ist jetzt ja auch nicht so der Typ für irgendwelche Mädelsklicken oder sowas. Ich bin da teilweise einfach auch nicht bereit, schon 24 Stunden den Kasper zu spielen, oder? Das wusste ich übrigens auch nicht, dass die gar nicht zusammen wohnen. Die haben also so eine leichte Fernbeziehung und treffen sich nur ab und zu in irgendwelchen Shows, oder wie? Und man muss ja auch mal ganz klar sagen, so wie der immer über seine Freundin so spricht, er stellt sich schon immer irgendwie als was Besseres dar und sie kann nicht und sie macht nicht und ich kann mir das für sie so nicht vorstellen. Auch nicht geil. Bin ja nicht bereit, dann 24 Stunden den Kasper zu spielen. Ach so. Weißt du, was ich meine? Nein. Hat er das gerade echt zu ihr gesagt? Sorry, aber ja, wir können schon so zusammen sein, aber 24 Stunden den Kasper spielen, das geht noch nicht. Und du zu mir ziehen, wie stellst du dir das vor? Wir wohnen auf einem Dorf. Guck dich, du auf dem Dorf, die Leute, die reden, weißt du? Geht nicht, ey, geht nicht. Wie kann man denn hier drin nur lästern?
Ich lässt doch gar nicht, also, nee, das ist, wo lässt sich denn? Das stimmt doch gar nicht. Nein. Aber ist trotzdem schon ein bisschen hart, was du sagst. Boom, und finde ich gut, dass Frau Mölders, leider Vorname vergessen, die Wiesen sind schuld, dass sie da auch mal reingrätscht. Sie gibt ja quasi ihr ganzes Leben für dich auf. Ja. So musst du denken, weißt du? Ja, da dürftest du ja nicht zweifeln. Eben. Sie müsste ja nur eigentlich zweifeln. Genau. Boom, Schakalaka. Und der Bauer so zum ersten Mal. Ja, wenn man es so sieht, vielleicht. Aber sehe ich halt nicht so. Ich sag doch gar jetzt kein Kontra. Muss ich sag man doch einfach denn nur, solche Themen jetzt hier besprechen? Muss man das hier jetzt so nein, detailliert aber ich sag, auspacken? Du stellst mich immer so hin, dass es alles nur an mir liegt und ich mache das mit Absicht und sonst was, okay? Lass es doch jetzt einfach. So, kommen wir mal zum Kuchengate. Wie wir vorhin gesehen haben, beim Eiaufschlagen, die Doris, die hat einen Kuchen gebacken. Also ich glaube, Doris freut sich auch, dass wir ihren Kuchen gegessen haben. Das ist für sie überhaupt bestimmt überhaupt kein Problem. Also ich mache, wer essen will, kann nehmen. Aber ich mache erstmal für mich und Natalie. Boah, sehr egoistisch, Mann. Ich bin nicht so ein Egoist, ich mache für alle. Jeder darf es essen. Und jetzt kommt das Beste, haltet euch fest. Erik, Sendezeit Erik, steht draußen, der weiß gar nicht, um was das geht. Der weiß gar nichts, der hat nur gehört, oh, es wurde lauter gesprochen und das bedeutet für Erik, ich muss irgendwas sagen. Und was er jetzt sagt, ich meine wirklich, so viel Tiefgang hatte nur die Titanic. Leute, ich kann nicht kochen und ich habe noch nie gesagt, dass ich koche, weil ich nicht koche. Ganz einfach. Was redet der? Es macht überhaupt keinen Sinn. Und das Beste, Sascha Mölders hört das. Zuerst hört er nur so ein Rauschen, dann begreift er, dass Erik gerade gesprochen hat und dann nickt er, Alter. Nee. Ey, halt doch mal dein Maul jetzt. Halt doch mal, was ist eigentlich los mit dir? Du kommst da hin, Yvonne, diskutiert mit Cosimo, was ist dein Problem? Was ist denn los mit dir, Bro? Finde ich sau witzig. Finde ich auch gut, dass der da rausgeht. Und ganz ehrlich, dieser, also, ich weiß nicht mehr, was ich zu Erik sagen soll. Heide nein. Ich wollte dann auch nicht mit ihm diskutieren, weil ich da gar keinen Bock drauf habe, weil ich hab's ja jetzt auch verstanden. Wenn irgendwo was ist, muss ja Erik dabei sein, weil das wird ja gezeigt. Morgen. Es kam kein guten Morgen. Das stimmt nicht ganz. Bei Sascha weiß man nicht, ob er was gesagt hat, aber es wurde untertitelt. Vielleicht hat er auch nur gehustet. Auf jeden Fall konnte man erkennen, dass irgendwas gesagt wurde. Mario Basler hat gar keinen Bock. Und jetzt erinnern wir uns ganz kurz, wie Mario Basler sich über KS Freak aufgeregt hat, weil der nicht guten Morgen sagen konnte. Und was macht unsere kleine Diva? Ja, das Gleiche. Aber Leute, ganz entspannt, wir beruhigen uns. Denn es kommt jetzt ein neues Pärchen ins Haus. When I'm calling you. Kommt jemand? Ja. Da kommt jemand! Ich bin vom Beruf so Influencer halt, ne? Cheers. Ja, kann man was wissen da sagen, so. Ja, was willst du da sagen? Ich mache halt Fotos und ich krieg dafür Cash. Influencer Game at its best. Mein Name ist Christina. Ja, da bin ich gespannt. Bin 33 Jahre alt. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob ich die mag oder nicht. Ich erinnere mich auch gar nicht so richtig daran, aber ich glaube, die waren bei der Couple Challenge. Ja, natürlich waren die bei der Couple Challenge mit Valentina und Christine. Haben die da eine große tragende Rolle gespielt? I doubt it. Seitdem an sind wir jetzt seit 3 Jahren zusammen. Wir sind schon jetzt wie Topf auf, wer ist das nochmal, dieses Sprichwort? Ja. Eimer auf Topf so. Eimer auf Topf, ja. Nehmen wir. Nehmen wir Eimer und Topf, locken wir ein als Top-Antwort für Topf. Wie heißt das denn richtig? Deckel. Also, wie ihr sehen könnt, es wird hier gerade fleißig diskutiert, alle verpeilt, aber auf jeden Fall wie der Deckel auf dem Topf, das ist es. Und jetzt auch was ganz Überraschendes und mit so einer Reaktion, mit so viel Leben, mit so viel Ausdruck im Gesicht von Katha, der Freundin von Erik. Ja, ich glaube, das kennt Erik noch nicht mal so viel Freude, um ganz ehrlich zu sein. Auf jeden Fall freut sich Katha über das neue Pärchen. Kennen die sich? Nein, hallo, moin! Hallo! Oh Gott, süß, danke, hallo! Und ich glaube, die denkt sich einfach nur, oh mein Gott, endlich wieder mal ein paar jüngere Leute in Anführungszeichen und ja, vielleicht kann ich mich bei der auch ausheulen. Antonia ist schon durch. Antonia war nicht so geil beim Ausheulen. Endlich ein neues Mädel. Vielleicht macht die es besser. Die Strategie kann jetzt einfach sein, dass wir die beiden auch in unsere Außenseitergruppe reinbringen und dann am Ende gegen Mario und Sascha vorzugehen. Wäre natürlich ein guter Plan, aber dafür muss man halt auch sympathisch sein und... Das funktioniert bei ihm halt nicht. Hey, hi. Katharina. Marco, hi. Na? Aber wir freuen uns sehr, dass ihr jetzt reingekommen seid, weil es gibt mittlerweile so 2 Grüppchen. Und
ja, dementsprechend freuen wir uns, wenn neue Freunde jetzt kommen, mit denen wir uns unterhalten können. Da kommen neue Leute und das Erste, was du sagst, ja, ist schön, dass ihr da seid. Ja, es sind jetzt so zwei Grüppchen und es ist voll schön. Und es wäre halt echt cool, wenn ihr in unserem Team spielen würdet. Beef. Oh, okay, läuft. Ich muss sagen, Erik ist mir so ein bisschen aufgestoßen. Ne? Also seine Freundin aber nicht. Nee, seine Freundin nicht, aber er fängt schon zu viel. Er macht schon so, ja, hier sind neue Freunde hier drin und ist so ein bisschen sehr auftritt. Also kam mir jetzt persönlich ich rüber. Halt ich kann ihn noch nicht so einschätzen. Ich kann es auch noch nicht einschätzen. So auf jeden Fall setzen sich die Neuen dann auch zum Platzhirsch, zum Campingbeauftragten Mario und fragen da auch mal nach. Und hat schon schwer hier drin gekracht, so. War schon gestern. Ihr macht gestern. Euch selbst euren. Ich frage einfach nur so allgemein in die Runde. Ne? Machen wir sowieso. Das, ne? Das wirst du schon von dem anderen hören. Wahrscheinlich nicht so, wie es war. Wir haben gesagt, wir sagen nichts. Und da muss ich sagen, feiere ich Doris wieder. Die sagt, hey, macht euch selbst euer Bild. Wir haben gesagt, wir sagen nichts. Auf jeden Fall wird da mal wieder ein Spielchen gespielt. Und es geht um das berühmte Einparkspiel. Das heißt, die Männer sitzen am Steuer, können nichts sehen, sind also blind, fahren blind. Und die Mädels müssen jetzt hier perfekt kommunizieren. Links, rechts, vorher mal abgleichen, ob beide damit das gleiche links und das gleiche rechts meinen. Vorwärts, zurück. Und ja, wir kennen es und es ist immer lustig eigentlich. Die sommerhäusliche Star-Bagage macht eine Spritztour durch die Parkanlage. Gesteuert wird vom Steuermann, gelenkt vom Ausguck nebenan. Auf jeden Fall das Beste ist, Cosimo am Steuer und das bedeutet, es wird gefährlich. Die ganze Produktion sagt auch so, ey, bei Cosimo möchte ich nicht filmen, lasst mich mal bitte raus, denn Cosimo hat keinen Führerschein. Er hat noch nie eine Gangschaltung betätigt oder ist rückwärts gefahren. Oh mein Gott, das muss einfach lustig sein. Aber nein, wir kommen nicht in das Vergnügen, denn RTL sagt, nee, wir wollen unsere Mitarbeiter nicht gefährden, wir switchen. Das heißt, in dem Fall fährt sie und er muss links, rechts sagen. Kann aber auch gut werden. Wenn du blinken willst, um zum Überholen, dann einfach hier hoch. Das ist, glaube ich, zu eng. Oder meinst du, man muss in diesem Wendehammer drehen, in dem halben? Ich sehe nichts. Was meinst du, wenn du das jetzt so vor deinem geistigen Auge betrachtest? Ich weiß, du siehst nicht, aber schau dir das doch mal bitte an. Wie würdest du es machen? Und alle haben in dieser ersten Gruppe Probleme, bis auf ein paar. Und die schaffen es. Tatsache. Jetzt mal ganz gerade machen den Reifen, Schatz. Die Neuen haben es geschafft und sind eventuell, weiß man natürlich noch nicht, aber die Chancen, dass sie sich safen können, ist auf jeden Fall gestiegen. Im Haus sitzen dann alle nett zusammen und Marco beschwert sich ein bisschen über sein Bäuchlein, denn vorher, vor seiner Freundin, immer Sixpack, aber dann mit Freundin wird geschlemmt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und dass eventuell da was dran ist, wird der Campingstuhl beweisen. Ruf ihn ab, ist weg. Das ist auch nicht gut. Dann geht's weiter, gleiches Spiel, neue Pärchen und jetzt können wir mal gespannt sein auf Antonia und Patrick. Denn, wie wir wissen, bisher ist es ja tatsächlich so, dass Patrick die meisten Spiele rockt und danach von Antonia angehimmelt wird. Oh mein Gott, du bist so toll, du kannst alles. Ja, und diesmal ist es nun mal so, dass Antonia kommunizieren wird und Patrick nur auf das hört, was sie sagt. Viel Glück, Freunde. Schatz, hä? Rede doch! Ja, du fährst jetzt nach links. Schlag mal nach links, rechts, ein. Rechts, links. Hä? Rede doch! Meine Güte, sag doch einfach voll was voll links lustig. Einschlagen. Hä? Rede doch! Und man sieht hier einfach Entspannung pur. Rede doch! Das ist gute Kommunikation. Ich hab rückwärts gesagt, ich meine, ja, wir fahren ihn jetzt rückwärts, aber wir fahren erstmal nach vorne, damit wir erstmal stoppen. Ja, was, du da schon rückwärts? Hä? Rede doch! Wie kann man so blöd sein? Rede doch! Ja, auf jeden Fall wieder uncharmant. Und ich frage mich dann in der Situation, eigentlich sage ich ja, in den ersten Folgen habe ich immer gesagt, der ist ja eigentlich nicht auf den Kopf gefallen. Aber glaubt er, wenn er die ganze Zeit, rede doch! Wie blöd kann man sein, dass das seine Freundin so ein bisschen beruhigt und runterbringt, damit sie vielleicht sich klarer fassen kann oder was auch immer? Und auch hier, I doubt it. Sag mir nie wieder, dass du so gut in der Kommunikation bist. Weil die Kommunikation, die stimmt dann bei sowas halt überhaupt nicht. Ja, okay. Die Kommunikation stimmt eben hier gar nicht. Und deswegen muss ich dich immer wieder runterbuttern und das vor Deutschland kommunizieren. Denn ich bin ein guter Kommunikator. Aber überraschenderweise gibt es in Gruppe 2 auch ein Pärchen, die das gar nicht so schlecht machen. Und ja, das ist für uns alle neu, dass da anscheinend Kommunikation funktioniert. Wir schaffen's. Stopp, wir haben's. Dreh mal rechts, dreh mal rechts. Steht das da drüber?
Boom! Auf jeden Fall ist Bauer Patrick noch nicht fertig. Sie haben das Spiel natürlich nicht geschafft. Und jetzt läuft er den ganzen Parcours mit seiner Antonia ab und sagt, wie kacke warst du denn in dieser Kurve? Ist doch ganz klar, was man da machen muss. Es ist doch offensichtlich. Und dann auch noch diese Kurve. Schau dir die Kurve an. War das wirklich dein Ernst? Ja, er versucht sie jetzt nochmal zu foppen. Was ist denn los mit dem? Der Kurve hier sieht doch jeder, dass man erst gerade fährt und dann rückwärts hier hinter. Dass man da nicht drei Synapsen zusammenschalten kann. Und er ist halt durchgängig beleidigend ihr gegenüber. Und ja, ist nicht cool. Ist halt wirklich nicht cool. Und ich dachte tatsächlich nicht, dass er so doof sich verhalten kann. Weil wie gesagt, das ist ein Taktikfuchs. Der ist auch strategisch. Der weiß auch eigentlich, was der Zuschauer dann denkt. Aber hier ist er so kleinkariert und checkt es gar nicht, dass auch der Zuschauer denkt so, WTF, Bro? Ich sag jetzt mal eins. Das Problem war sicher nicht ich, okay? Schau mich an. Mario, du weißt, cool. Problem? Siehst du hier ein Problem? Nein. Ich kann nichts dafür, okay? Warum kannst du nichts dafür? Hä? Rede doch! Wie kommst du denn auf die Idee? Bei der ersten Kurve, denkst du von? Dicker, get over it! Was ist denn los? Jetzt sitzen die seit 800 Stunden, es sind wahrscheinlich schon 800 Tage vergangen und er sagt immer noch, wie kommst du denn auf die Idee bei dieser einen Kurve? Weißt du noch, diese eine Kurve? Wenn die zusammen alt werden, Schaukelstuhl, draußen sitzen, irgendwann guckt er sie an und sagt, ey, diese eine Kurve. Schatz, du musst jetzt nicht... Lass mich jetzt einfach nur, okay? Was denn? Du brauchst mich jetzt nicht eine Viertelstunde voll quatschen und jetzt, wo ich weine, komm mal her. Und in diesem Moment konnten beim empathischen Bauer seine drei Synapsen zusammenfinden und er merkt, wenn sie weint, ist sie nicht glücklich. Ich muss was machen. Und er versucht es, aber too late to apologize. Too late to apologize. Wie geht die Melodie? Jetzt, ich weiß, ich habe gesagt, ich war jetzt entspannt, aber ich hätte auch schon wieder heulen können, wie blöd. Weil ich vorher gedacht habe, das Spiel liegt vor uns, habe ich gedacht. Weißt du, wenn du das jetzt uneigentlich willst und du kannst es einfach nicht, du kannst es einfach nicht. Und auch hier wieder, die drei Synapsen, die Empathie-Synapsen, haben zusammengefunden. Sie heult, er denkt, er müsste was machen. Dann sieht er seine Freundin in den Armen einer anderen Frau und sagt, okay, check, da kümmert sich ja schon jemand drum. Cool, puh, da muss ich ja gar nichts machen. Kommen wir mal wieder zurück zu Erik. Der geistert auch durchs Haus. Überall, wo es laut ist, geht er wieder hin und schreit irgendeinen Satz, der gar keinen Sinn macht. Auf jeden Fall hat er jetzt Steffen gefunden und möchte nochmal mit ihm reden, denn der Basler, das geht ja gar nicht, den muss man rauswählen. Wo er auch recht hat, aber dass das halt von Erik kommt, das ist so ein bisschen abtörend. Jetzt ist die große Chance der Revolution, dass wir endlich mal die Chance haben, Mario Basler zu stürzen. Ich habe schon von vielen anderen gehört, dass sie das auch nicht so gut finden, was er macht, aber es traut sich eben keiner. Ja, warum, Los? Ich raff es einfach nicht. Steffen wählt ihn, wir wählen ihn. Die neuen Mitbewohner wählen ihn. Cosimo bestimmt auch. Cosimo auch? Wait a minute. Glaubt ihr das? Was redet der? Warum sollte Cosimo den wählen? Und die Neuen? Warum sollten die Neuen den wählen? Jetzt wird erstmal aufgeklärt, wer ist denn jetzt geschützt? Christina und Marco und Katha und Erik haben es geschafft einzuparken. Am schnellsten waren Christina und Marco. Boom! Und das freut mich besonders, denn normalerweise ist es ja so, dann bei einer Nominierung gehen dann alle nach vorne und sagen, ja, ihr seid ja jetzt erst eingezogen und die anderen, wir kennen uns jetzt so bla bla. Die dürfen nicht gewählt werden und das ist halt ganz geil. Auf jeden Fall, Erik, der nicht geschützt ist, der denkt sich jetzt die ganze Zeit, okay, ich muss mal wieder was machen, es könnte vorbei sein. Wenn ich gehe, dann mit einem Knall und dieser Mario, das geht gar nicht. Ich will den heute am Abend nochmal zur Rede stellen. Aber Katha, seine Katha sagt so, ey, bitte. Bitte, bleib doch mal locker. Chill dein Leben. Aber Erik? Mach nicht. Nicht heute. Nicht heute. Ich weiß es auch gut. Versprochen. Sind nicht jetzt im Sommerurlaub, versteh das doch mal. Checkst du das nicht, Katha? Wir sind hier bei einer Show und ich muss hier ein bisschen am Rad drehen, weil die Leute lieben einfach Fake-Menschen und wenn ich nicht zeige, dass ich Fake bin, was bin ich denn dann noch? Nein, ich hätte aber gehabt. Im Interview, wo der behauptet hat, dass manche Sachen sind. Ja. Hast du. Aber wir müssen noch mal ganz vertrau mir doch ein bisschen. Ruhe jetzt. Unser Thema ist gegessen. Wir haben keine Probleme jetzt mehr hier. Also, ohne mich wärst du gar nicht bis hierher gekommen. Ohne mich wärst du gar nicht bis hierher gekommen. Denn die Taktik von Erik ist natürlich grandios aufgegangen. Dank Erik, du hast es geschafft. Die Leute reden von dir. Sei jetzt ruhig, dann nerv mich jetzt bitte heute Abend nicht. Hör auf, die Stimmung zu versauen jetzt schon wieder. Ich wollte das Ganze auch.
Hör mal bitte auf, die Stimmung zu versauen. Ich will jetzt Stimmung machen gegen Mario und ein bisschen hier es eskalieren lassen. Aber Katha, dass du mich jetzt hier in Schranken weist und nicht möchtest, dass ich ausraste, das versaut echt die Stimmung. Meine Stimmung ist gerade echt im Keller. Die Gegner nicht. Ich geh rein. Ja, sag doch mal, was ist dein Problem gerade? Was ist dein Problem? Katha, das war so selten dämlich jetzt. Du hast den ganzen Arm kaputt gemacht jetzt dadurch. Erik, ich rede jetzt kein Wort mehr mit dir. Katha? Und zum ersten Mal muss ich ganz ehrlich sagen, sie tut mir gerade leid. Auf jeden Fall merkt er plötzlich, dass sie nicht mehr antwortet. Dann geht er wieder raus. Und ja, das Thema ist wieder das alte Thema. Und zwar, Katha ist ja so gemein zu ihm. Ich überlege wirklich gerade, ob ich freiwillig das Ding verlasse. Nein. Doch, weil sie macht mich hier komplett tot. Ich bin so nervig. Ich will mal einen Tag Ruhe. Einen verdammten Tag Ruhe. Und einen ruhigen Tag? Bei den beiden wird es wahrscheinlich niemals geben. Wir haben andere Feinde hier drin und machen uns selbst kaputt. Ist nichts. Katha, du tust immer so, als fändest du das alles von mir dumm. Du bringst doch die Ideen. Du hast doch dieses ganze Schauspiel hier angefangen. Du hast doch die Pläne hier reingebracht. Sag doch mal bitte ehrlich, was los ist. Sie hat es doch angefangen. Du hast das doch gemacht. Du bist doch hier reingegangen. Du hast gesagt, okay, in den ersten 2-3 Folgen werden wir uns nur zanken. Das machen wir, da machen wir ein kleines Schauspiel raus. Du bist die Pläne gemacht hat. Du bist der Puppenspieler. Und jetzt tust du so. Ganz ehrlich, ich glaube dem kein Wort. Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie ihr das Ganze seht. Guck mal, du bist doch nicht wie Mike Ceres Ende. Nein, will ich auch gar nicht. Ja, also dann überleg jetzt genau jetzt in dem Moment, jetzt gerade, was ich dir gesagt habe, genau richtig. Überleg es dir. Willst du wie dieser Mike enden? Der ist daran kaputt gegangen. Willst du das auch? Und Erik setzt sich hin und sagt, ja, aber der hat schon voll viele Follower. Ist schon geil. Okay, der wird gehasst, aber er hat Follower. Geil. Du hast mein Leben verkackt. Ich habe die letzten 5 Jahre mit so nach oben gearbeitet, verdammt. Ja, und du hast eine Jacke verkauft. Proud, Mama ist stolz. Schau dir mal deine Freundin an, die sitzt da wie ein Häufchen Elend, die weint. Das kannst du doch nicht machen. Das geht doch nicht. Also das geht, Junge, überleg dir doch mal, was du machst. Das kann ja keine Liebe sein, wenn man seinen Partner so weinen sieht, dass man nicht das Bedürfnis hat, hinzugehen und die Person zu trösten, sondern einfach noch weiter draufhaut. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das Image von Erik jetzt weitergehen wird. Der probiert es ja auf Instagram mit den ganzen Stories, eine neue Dramageschichte, das hat Katha gemacht. Ich war die zweite Wahl, sie liebt den DJ immer noch, oh, mir geht es so schlecht. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Leute das einfach so schlucken oder nicht. Und das dritte Mal heute. I doubt it. Ja. Okay, und egal, auch wenn... Du kannst doch nicht vor uns allen reden. Die macht das und das und das. Das ist deine Frau. Deine aber Frau. Sie macht... Ja, und Sascha ballert hier rein von der Seite, aber ich würde sagen, verwandelt. Ja, das ist seine Frau. Der redet die ganze Zeit Kacke über sie. Klar, sie ist auch nervig. Ich will sie um Gottes Willen nicht in Schutz nehmen. Ihr wisst, ich sage das immer wieder, ich bin neutral, aber... Man kann jetzt in dem Fall auch nicht sagen, dass er sich da super verhält. Er will einfach in die Diskussion mit allen gehen, damit er im TV gezeigt wird. Und ich verstehe diese Taktik nicht, wenn du dich so negativ darstellst. Ja, dann kenne ich ein paar Leute, aber keiner dieser Menschen wird sagen, cooler Typ. Aber vielleicht ist ihm das auch egal. Vielleicht geht es wirklich nur um Prominenz, dass man dich kennt. Kann es doch nicht sein, oder? Und dann der Silberrücken, der Platzhirsch, Mario. Er hebt sich von seinem Campingstuhl. Zuerst ist der Stuhl noch hinten dran, dann wird er ihn los, dann geht er auch in dieses Szenario rein und der weiß, jetzt ist es die Möglichkeit. Jetzt kann er ihn fertig machen. Jetzt hat er Erik an den Eiern. Ich sag dir was, du bist unterste Schublade. Du doch nicht dein Urteil jetzt gerade ab, Mario. Du zerstörst eine Frau, du beleidigst eine Frau. Deswegen nervt mich dieser Stress auch heute so mit Katha, weil der war gar nicht mit einberechnet. Und das ist es. Wie gesagt, die ist auch kein Engelchen und das wissen wir, glaube ich, alle. Und das war's mit der Folge. Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Das war's. Ciao.